Zieht euch rein, es ist Box Malone. Keiner von euch stoßt ihm vom Thron. Nicht ohne sein Team ist er der King. Er macht's niemals ohne mein Team. Hallo Leute, hier ist wieder Box Malone mit einem neuen Video für euch. Leute, gestern habe ich euch ja einen Duplikationsglitch gezeigt. Da hatte ich ja das Gameplay von Zeus Kreuz eingeführt. Heute habe ich es jetzt nochmal selbst aufgenommen, zwar wieder mit Zeus Kreuz, aber diesmal seht ihr mein Gameplay. Und zwar gibt es eine noch einfache Methode, wie ihr diesen Glitch hittet. Ihr habt kein Timing-Problem mehr, es geht wirklich super einfach. Ihr habt ruckzuck eure 10er Garage verdoppelt mit einmal verglitschen. Beziehungsweise verglitschen macht ihr euch gar nicht, euer Kumpel geht gleich einmal in den Story-Modus, beziehungsweise versucht in den Story-Modus reinzugehen. Aber das zeige ich euch gleich im Detail, wie das funktioniert. Was braucht ihr dazu? Das gleiche wie gestern. Ihr braucht einen Nachtclub. Ihr braucht mindestens zwei Garagen. Bei mir, in meinem Fall, habe ich in der zweiten Garage die Fahrzeuge drin, die ich verdoppeln möchte. Und in der Dreiergarage habe ich 10 LG RH8 drin stehen. Die werden nachher überschrieben. Von daher braucht ihr auch keine eigenen Kennzeichen. Eure Duplikate sind saubere Kopien und übernehmen das Kennzeichen vom RH8, also von daher sind keine eigenen Kennzeichen erforderlich. Was braucht ihr noch? Ich werde euch zwei Methoden zeigen, wie ihr das Auto abspeichert. Entweder im MOC, dann braucht ihr einen persönlichen Lagerstellplatz, oder aber im CEO-Gebäude mit Werkstatt, dann braucht ihr im CEO-Gebäude einen freien Stellplatz. Wie gesagt, beide Methoden werde ich euch zeigen, zum Abspeichern, eins nach dem anderen. Und das sind die Voraussetzungen. Wie gesagt, ihr solltet zum Verdoppeln vielleicht 10 LG Retro Custom nehmen oder Sultana S, die bringen vom Verkauf am meisten. Ich habe so viel LG Retro Custom jetzt nicht gehabt. Ich zeige euch das mit anderen Fahrzeugen auch, wie das ausschaut. Und ja, nicht lang schnacken, würde ich sagen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Euer Kumpel macht eine geschlossene Freundessitzung auf. Der Glitch funktioniert in einer geschlossenen Freundessitzung. Und sobald er das gemacht hat, der Zeuskreuz, fangen wir auch schon mit dem Glitch an. So, wir sind jetzt in der geschlossenen Freundessitzung. Da steht schon mein Kumpel Zeuskreuz. Oh, da stand er. Jetzt haben wir noch immer einen Haufen gefahren, den armen Kerl. Aber er hat es Gott sei Dank überlebt. Und wir fahren jetzt in die zweite Garage, wo die Autos drinstehen, die wir verdoppeln wollen. Euer Kumpel bleibt die ganze Zeit in eurer Garage drin, der geht gar nicht raus, der wechselt nur gleich einmal zum Story-Charakter. Wie das genau aussieht, zeige ich euch. So, wir sind jetzt wie gesagt in der Garage drin. Ich werde jetzt gleich einmal zu Fuß die Garage wechseln, euer Kumpel bleibt hier in der Garage drin. Und er verglitscht sich gleich, er muss in keinen Job reingehen. Er drückt gleich einfach nur Steuerkreuz nach unten, wählt einen Story-Charakter aus und bleibt in der Meldung drin. So, bevor ich jetzt die Garage wechsle, zeige ich euch das ganz kurz. So, das ist die Ansicht des Freundes. Er drückt einmal Steuerkreuz nach unten, wählt einen Story-Charakter aus und bleibt in dieser Meldung die ganze Zeit drin. So, ich renne jetzt hier raus und gehe in Untergeschoss 3. Und da werdet ihr sehen, unter Geschoss 3, da stehen jetzt gleich 10 LG RH8. Der Zeus ist mitgespawnt, der steht jetzt hier auch unten rum, aber ihr seht, links stand ja gesehen B3 und hier stehen 10 kostenlose RH8. Seht ihr? B3. So, jetzt gehen wir wieder zurück in das Untergeschoss Nummer 2, wo die Autos drin stehen, die wir verdoppeln wollen. Zeige ich euch auch nochmal, dass die da stehen. So, das ist jetzt die Garage, ihr seht B2, und hier sind jetzt die ganzen Fahrzeuge drin, die wir jetzt nur mit dem Garagenwechseln automatisch kopieren. So, wir gehen jetzt wieder zur Tür. Euer Kumpel ist immer noch in der schwarzen Meldung drin. Jetzt gehen wir auf Lagerhaus verlassen. Draußen angekommen,
drehen wir uns jetzt einfach wieder rum und gehen jetzt wieder in die Garage Nummer 3. Gerade standen da noch 10 LG RH8 und jetzt zack, die Garage B2 wurde verdoppelt. Jetzt stehen hier die ganzen Fahrzeuge, seht links B3 stehen, die ganzen Fahrzeuge, die gerade noch in B2 drin standen, haben wir jetzt automatisch kopiert in die Garage B3. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur erstmal eine optische Täuschung. Ich zeige euch das mal, wenn ich zum blauen Kreis gehe. Ihr seht jetzt, Steuerkreuz rechts drücken, hier sind nur LG RH8 drin. Das heißt, wenn wir jetzt GTA schließen würden, würden die ganzen Fahrzeuge wieder sich zurückwandeln in die LG RH8. Das heißt, ihr müsst jetzt jedes einzelne Fahrzeug umparken. Zunächst zeige ich euch die MOC-Methode. In dem Fall, wenn wir das soweit schon sind, kann der Kumpel aus der schwarzen Meldung rausgehen, aber er darf nicht die Garage verlassen. Die schwarze Meldung kann er verlassen, aber er sollte auf jeden Fall in der Garage drin bleiben. Ihr seht, das Kennzeichen hat sich auch schon geändert. Gerade stand da noch Baxi 1 drauf. Jetzt ist es ein Random-Kennzeichen, was übernommen worden ist von dem kostenlosen RH8. So, mobile Kommandozentrale habe ich angefordert. Die ist hier hinten gespawnt. Fahren wir einmal kurz rein. Jetzt auf jeden Fall wichtig, weil ihr könnt nicht zum Los Santos hinfahren, da sagt er, da kriegt ihr die Federmeldung, das Fahrzeug kann nicht modifiziert werden. Von daher braucht ihr entweder den MOC oder halt eure Firmengarage mit Fahrzeugwerkstatt. Das ist jetzt hier die Methode mit dem MOC. Gut, da stand gerade ein Fahrzeug drin, ein kostenloser R8. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich jetzt zurückfahre. Es muss hier kein Fahrzeug drinstehen, wenn der MOC hinten leer ist, ist das auch vollkommen okay. Und das Auto war ja vorher schon verdoppelt, es geht hier einfach nur ums Abspeichern. So, fahren wir wieder zurück in die Garage rein. Firmengarage 3. Jetzt steht hier klar voll, weil jetzt steht das Auto ja drin, was vorher im MOC drin gewesen ist. Da seht ihr schon den gelben R8, den werde ich jetzt wieder ersetzen, den schicke ich jetzt wieder zurück im MOC. Und das erste Auto ist fertig. Wie gesagt, das müsst ihr jetzt mit jedem Fahrzeug machen, bis die abgespeichert sind. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Mit dem fahre ich jetzt mal zur Firmengarage. Dann seht ihr die andere Methode. Hier hat euer Kumpel, darf die Garage nicht verlassen. Dann funktioniert das weiter. So, jetzt fahre ich mal kurz. Bisschen schneller laufen lassen. Zu meinem CEO-Gebäude. Wenn ihr das macht, braucht ihr auf jeden Fall einen freien Stellplatz mindestens. So, steigen wir wieder ein, drücken Steuerkreuz nach rechts. Fahren in die Fahrzeugwerkstatt rein und ändern irgendwas am Fahrzeug. In meinem Fall werde ich das Kennzeichen ändern, weil es einfach das günstigste ist. Aber egal was ihr ändert, das spielt keine Rolle, aber Kennzeichen, ihr könnt die Farbe ändern, ihr könnt ein persönliches Kennzeichen drauf machen, alles ganz egal. Hauptsache ihr ändert, wie gesagt, irgendwas. Ich mache hier meinen Baxi YouTube wieder drauf und fahre wieder raus und fahre zurück zum Nachtclub in die Garage 3. Wie gesagt, was ihr macht, bleibt euch überlassen. CEO geht ein bisschen schneller, weil bei MOC habt ihr 5 Minuten Wartezeit. Das könnt ihr nicht immer jedes Mal anfordern, wenn ihr aus der Garage rausfahrt. Und von daher seid ihr schneller zum CEO-Gebäude hingefahren, als zum MOC zu warten. Aber wie gesagt, das bleibt jedem selber lassen. Beide Methoden funktionieren. So, jetzt rennen wir mal kurz im blauen Kreis hin. Ich hatte mich jetzt alle Autos abgespeichert, bis auf 1. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wenn ich jetzt wieder Steuerkreuz rechts drücke, gerade stand noch 10 RH8 drin. Jetzt stehen die Autos so drin, wie sie heißen, bis auf den Dinka Jester Classic. Da steht noch R8 drin, den habe ich jetzt noch nicht abgespeichert. Werde ich gleich noch machen, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Das soll es für diesen Moment gewesen sein, Leute. Das ist wirklich ein super, mega einfacher Glitch. 10 Autos einmal duplizieren und das sollte auf jeden Fall ein Däumchen nach oben wert sein. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst mir mal ein kostenloses Abo da.
Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr rund um GTA Online. Könnt ihr mal beim Kumpel Zeuskreuz vorbeischauen, der mir hier geholfen hat. Sein Kanal ist bei mir für immer verlinkt. Und ja, das soll es für den Moment gewesen sein. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Baxi.